Vor über einer Woche ist Fürstin Irmegunde gestorben. Der Verrat des Asmodeus von Andergast hat Früchte getragen. Zwar konnten die Irrhaltengardisten zurückgeschlagen werden und der Magus vom Lolgramotschen Hofstaat ist vernichtet, doch er konnte vorher auch noch Rohaya verfluchen. Diese macht sich allerdings keine Sorgen und versucht nur, die Bruchstücke des Reiches aufzusammeln. Ihr Bruder intrigiert offen gegen sie und Answin hat ebenso eine Rebellion ausgerufen und zieht gen Romulus. Nun muss sie mit den wenigen Verbliebenen für den letzten Gegenschlag ausholen. Derweil hat Yalan sich seinen Weg erneut in die Wildermark, in die Zauberersümpfe geschlagen. Alboin Invictus muss angeworben werden. Sulamin, Rafim und Abelmir haben den Diplomaten und Ritter der Stahlherzen, Alvan von Unterlatissen, zu Answin eskortiert und nehmen Verhandlungen mit ihm auf. Und so beginnen wir am 9. Zar. Yalan reitet ermattet, vor Dreck und Kälte starrend und mit einem blutenden Schwert in der Hand in Zwerch ein. Ihr habt euch hier verabredet, in einem neutralen Fixpunkt zwischen Romulus, Answins Lager in Zabel und der Feste Hohenstein, Selindians Herpunkt. Und so betritt Yalan gerade Angosh Hammer. Du kannst deine Gefährten an einem großen Tisch erkennen, daneben viele weitere Zwerge und auch der Hochkönig Albrax ist anwesend. Hält gerade wohl irgendwie ein Hofstaat, viel Bier steht auf dem Tisch und die Zwerge lachen. Er hat wohl gerade wieder einen Witz erzählt. Ich lasse mich erschöpft auf die Bank sinken, einen freien Platz. Klopfe den erstbesten Nachbarmann nochmal auf die Schulter. Trink erstmal sein Bier weg. Ja. Abend. Wie kann es eigentlich sein, dass ihr immer schon überall da seid, wenn ich eintreffe? Wie kommt es, dass ich jedes Mal, wenn ich euch sehe, ihr noch verdreckter seid als vorher? Nun, heilige Arbeit ist keine saubere Arbeit. Nun, das kommt natürlich auf den Standpunkt an. Wollt ihr erzählen? Ich wink erstmal ab. Redet ihr erstmal, ja? Nun, immerhin seid ihr hier. Wir haben Alban von Unterlatissen heil abgeliefert. Das ist gut, nehme ich an. Was sagt Answin? Das, was Answin immer sagt. Er möchte eigentlich nur das Beste für das Reich und strebt nicht nach dem Kaiserthron. Er lagert ein Stück nördlich von hier bei Zabel. Wir haben wohl über den See übergesetzt. Also wird er kommen, ja? Er wird kommen, aber er stellt seine Truppen nicht für einen kleinen Krieg zwischen Selindian und Rohaya zur Verfügung. Darauf legt er großen Wert. Aber ich denke, dafür können wir nur dankbar sein. Es ist wohl das Beste, worauf wir hoffen konnten. Was ist mit diesem Alboin? Wird er kommen? Dieser Alboin wird uns zur Verfügung stehen, ja. Boah, das ist doch gut. Nun, das wird sich zeigen, ob es gut ist. Hat er diese Magokratie, wie sie sich nennt, inzwischen vernichtet? Oder hat er eingesehen, dass das hier wichtiger ist? Ich schaue einen Moment lang rein, als hätte ich in die Zitrone gebissen. Reden wir da nicht drüber. Ja. Reden wir lieber über den letzten im Bunde. Den Dian Harald den Zweiten. Ja, was soll mit ihm sein? Er hasst den Drachen. Das ist gut. Wir werden uns allerdings versichern müssen, dass ihm die Ambitionen seines Anverwandten Okurion nicht zu Kopf steigen. Ach, Ambitionen? Hier geht es gegen einen Drachen. Ambitionen ruhen erstmal, bis der Drache tot ist. Also wirklich, letztlich und endlich tot. Und dasselbe haben wir auch zu Answin gesagt und er war bereit, die ganze Sache scheitern zu lassen, nur weil er seinen Lieblingsritter nicht zurückbekommt. So recht er auch gehabt haben mag. Und selbst wenn du recht hast, Boltax, ich weiß, es ist eine Möglichkeit, dass es für uns alle keinen danach geben wird, aber
Wenn doch, so sollten wir uns überlegen, was geschieht, wenn unsere drei Kaiser dann alle noch leben und über Truppen verfügen. Nun sagte nicht Answin, er würde zurück ins Wildland gehen. Ich glaube ihm in diesem Teil. Ja, und ich werde es wie die Zwerge halten und mich aus so etwas heraushalten. Er hat schon einmal in den Wirren des Krieges nach der Kaiserkrone gegriffen. Wäre opportun für ihn, es noch einmal zu versuchen. Lasst euch von diesem Gerede und seiner angeblichen Läuterung nicht in das Licht führen. Naja, bei ehrlicher Weise, Jalan, muss man dazu sagen, also während der Zeit von Bardo und Cella, naja, wie erinnert euch, da hat auch jemand nach der Kaiserkrone gegriffen und war ja nicht unbedingt zum Schlechter. Das ist kein Vergleich, Voltax, und das weißt du. Ich wollte nur sagen, dass es durchaus eine gewisse Grundkonfliktstimmung gibt, ja? Und eventuell müssen wir uns darum gar keine Gedanken machen, weil diese Schlacht, die, ich nehme mal an, unschöne Eigenschaft haben wird, dass die viele nicht überleben werden. Immerhin ist es eine Schlacht gegen einen Drachen. Und wir Zwerge wissen, das geht nicht so einfach. Kaum eine Weile lang eine Antwort im Mund rum. Schluck dann aber einfach runter und lass es bleiben. Nun, Answin sagt immer, er dient dem Reich und er wäre bereit, den wahren Kaiser oder die Kaiserin zu unterstützen. Aber er hat weder von Rohaya noch von Silindian eine besonders gute Meinung. Ich denke, er glaubt das selber. Aber wenn es tatsächlich so weit kommt... Aber ja, im günstigsten Fall zieht er sich einfach ins Weltall zurück. Nun, ich denke, die Situation sollten wir im Nachhinein betrachten. Wir müssen uns eventuell um eventuelle Thronansprüche kümmern. Nun, ich glaube nicht, dass wir das müssen. Also, wie stellt ihr euch das vor? Nun, wenn wir es tun, nicht tun, würde sonst niemand Besonderes tun können. Naja, Albrax ist ja noch da, aber der wird sich raushalten. Was gerade sagen? Nun, zumindest kehren die Unterstützer Rohayas langsam wieder zurück und sammeln sich. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber der Oberst vom Blautern und vom Berg ist wieder da. Ihr meint, sie hat ihn rehabilitiert, ja? So sieht es wohl aus. Nicht das Schlechteste, was sie hätte tun können. Die ganze Adersin-Geschichte war ja nur ein bedauernswerter Unfall. Ja, es hat wirklich nichts mit seinen Fähigkeiten als Kavallerist zu tun. Und ich denke, in solch einer Schlacht brauchen wir jemanden wie ihn. Ulamin schaut fragend. Wer ist das? Ein Mensch, nehme ich an. Davon gehe ich aus. Bei diesem Namen? Ich kenne auch keinen besonders guten Zwerg, der Kavallerist ist. Nun, bitte, Abelmir. Er tat sich in dem Krummkrieg hervor. Er half den Ovalis gegen die Alanferne. Man bedenke, dass Leo mal das auch tat. Und wir wissen, wie das ausging. Nun ja. Er ist ein fähiger Feldherr. Ja, und hat zum Beispiel den damaligen Kronprinzen Brynn gerettet. Während des Orkensturms. Und ist ein fähiger Reiter. Lassen wir es dabei. Auf die eine oder andere Weise. Jedenfalls ist er hier besser aufgehoben als bei irgendwelchen Orks. Auf die eine oder andere Weise, ja. Nun, vielleicht rettet er ja diesmal Rohaya. Naja, schauen wir mal. Die Frage ist, die sich mir stellt. Wie wollen wir diesem Ding, was der Drache am Hals hat, ihr wisst schon, denn jetzt Herr werden? Da haben wir noch keinen Plan für und das wäre vielleicht wichtig zu klären. Ja, ist deswegen Jalan nicht unter anderem zu Albuin geritten?
vielleicht. Nun, so Praios Macht den Drachen zu brechen vermag, so wird es geschehen. Aber warte die Arme ein wenig aus, legen sie dann flach auf den Tisch. Ich weiß nicht, was passieren wird. Vermutlich weiß es der Drache selbst auch nicht. Ja, woher soll er es auch wissen? Der Drache ist ein Drache und kein Hellseher. Und ich habe in den vergangenen Tagen, die ihr unterwegs wart, ja dann mit Dracodan von Misaquell gesprochen und er wird uns demnächst hier aufsuchen. Eventuell können wir mit seiner Hilfe, beziehungsweise der von Apep, den Kampf zu unseren Bedingungen fechten. Mit ein wenig Glück kann er vielleicht mehr Licht auf die ganze Sache mit den Artefakten scheinen. Akundas und Knadukas. Was bis heute nicht. Was genau, wenn wir denen anstellen wollen. Und die Axt heißt Karfunkelspalter, nicht wahr? Übersetzt, Abelmir? Exakt. Ich weiß nicht mal, ob der Drache überhaupt noch einen solchen Stein hat, den man spalten könnte. Oder wo er wohl sein wird. Nun, wenn er keinen Karfunkel hat, wäre er kein Drache mehr. Ebenso haben wir Finsterfang. Nun, ich denke, wir müssen den Karfunkelspalter in den Kopf des Drachen bekommen. Beziehungsweise in seinen Karfunkel. Ja, ich denke, das sagt der Name. Ich denke auch, das wird die Axt selbst machen. Ich bin mir nicht sicher, wofür Knadukas dient, die Drachenkugel. Ja, um den Drachen zu besiegen, natürlich. Wie? Ja, das weiß ich nicht. Das solltet ihr den Minister für Trollangelegenheiten fragen. Es ist trollisch, da muss er das auch beantworten können, nicht wahr? Nun, ich denke, diese Kugel ist älter als er oder die Trolle eventuell sogar. Diese Axt steht in direktem Zusammenhang mit der Kugel. Ja, und sie ist trollischer Machart. Also muss die Kugel auch trollisch sein. Das ist doch ganz logisch, Abelmir. Nicht zwangsläufig. Auf jeden Fall. Wir haben uns darüber doch schon unterhalten. Wisst ihr es nicht mehr damals in Punin? Wir sind zu keinem endgültigen Ergebnis gekommen. Nicht wahr? Nun, die Kugel dient quasi als Zielhilfe für die Axt. Genau. Das heißt, ihr glaubt, wir müssten die Kugel erst in den Drachenkopf bekommen, bevor wir die Axt in ihn hineinschlagen? Nein. Die Nähe der Kugel verstärkt die Treffsicherheit der Axt. Also damit die Axt auch wirklich zum Karfunkelspalter wird und nicht zum Knochenmalmer. Mhm. Eine Art sympathische Wechselwirkung. Ich glaube, ihr meint sympathetisch, nicht wahr? Ja, genau. Sympathetisch. Das Wort lag mir auf der Zunge. Das heißt, auch wenn wir nicht genau wissen, wie es funktioniert, müssen wir auf jeden Fall beide Artefakte irgendwie beisammen haben. Richtig, und die Kugel muss mit astraler Macht aktiviert werden. Das heißt, wir können sie nicht einfach Rafim geben. Das wäre ungünstig. Nun, ich weiß nicht, muss sie denn benutzt werden wie einer eurer Zauberstäbe oder könnt ihr einfach euer was auch immer damit machen und sie dann an ihn geben? Ich glaube, es ist ein Fall von was auch immer. So wie ich es verstanden habe, lässt man mehr oder weniger gezielt seine Astralkraft in diese Kugel fließen, damit sie ihre Wirkung entfaltet. Vorstellbar wäre auch bei dieser archaischen Kugel eine Art von Blutmagie. Nein! Das werden wir doch wohl nicht tun. Wir wissen nicht, wie die Kugel funktioniert. Das habe ich doch gerade gesagt, wie sie funktioniert. Also gut, vielleicht nicht genau, wie sie funktioniert, aber wie man sie verwendet. Ich rate dringend von Blutmagie ab. Nicht nur, weil ich den grauen Mann herbeirufen werde und dieser sich sicherlich nicht über Blutmagie freuen wird. Würde sich denn darüber freuen, herbeigerufen zu werden? Ja, er und ich verstehen uns ganz gut. Ja, doch. Aber das ist jetzt auch nicht so wichtig. Das Element Wasser ist ohnehin ein recht schwierig zu bestimmendes und sehr
wankelmütiges Element, wie sollte das nicht verärgern? Auch wenn es mir wohl keinen Schaden zufügen wird und hoffentlich euch anderen auch nicht, wird es doch den Drachen hinwegspülen und wenn da so ein, ich weiß nicht, mit Blutmagie aktiviertes Artefakt ist, das würde dem grauen Mann sicherlich nicht gefallen. Und ihr wollt doch nicht seinen Zorn auf euch ziehen, oder, Abelmir? Natürlich. Stellt euch die Kugel, das ist jetzt sehr vereinfacht, aber stellt euch die Kugel einfach so vor wie ein Förmchen für, weiß ich nicht, die Kekse von Witwe-Protz, die ja auch immer gleich aussehen. Jetzt, wo wir eine Form haben, könnt ihr eure Astralkräfte hineinfließen lassen und sie werden automatisch in die richtige Form gegossen, jetzt wo der wahre Name da drin steckt. Ist das verständlich? Was tut sie dann? Gemeinsam sie formt eine Matrix. Nun, anstatt also einen Zauberspruch zu wirken, über den ihr die Kontrolle habt, gebt ihr eure Kraft einfach der Kugel und hofft schon darauf, dass etwas Göttergefälliges passiert, ja? Ja, man nennt dies eine astrale Matrix. Es ist jetzt nicht so, als ob wir im Blauen herumraten. Nun, wir haben Recherchen angestellt zu dieser Kugel. Und nichtsdestotrotz habt ihr absolut keine Ahnung, was passieren wird, sobald ihr sie aktiviert. Das ist wohl richtig. Das letzte Mal, als sie verwendet wurde, ist wohl schon ein Weilchen her. Und dann verzeiht mir, wenn es mich nicht nur mit Vertrauen in dieses Ding erfüllt. Und wenn ihr mit der Lanze gegen einen Drachen anreitet, wisst ihr auch, was passiert? Wir wissen, was mit dem letzten passiert ist. Ja, vor allem weiß ich auch, was mit dem Ritterkönig passiert ist, als er ihn auf dem Friedhof stellen wollte. Ich habe nicht gesagt, dass wir eine bessere Idee als die Kugel haben. Ansonsten wären wir wohl nicht mit dem Ding hier. Nun, so wie ich mich erinnere aus unserem Gespräch in Punin, wollten wir Finsterfang dazu verwenden, die Kettenglieder des Halsbands zu zerschneiden. Ja, Finsterfang könnte das eventuell mit der richtigen Hebelwirkung und einem guten Ansatzpunkt. So wie ich es verstanden habe, ist es auch tatsächlich eher nun der Kettenanhänger, der dieses unheilige Artefakt darstellt und nicht notwendigerweise die Kettenglieder selber. So sieht es aus. Nun, zumindest wird uns Janans Angriffsversuch eine willkommene Abwechslung bieten. Ihr meint eine Ablenkung? Genau, das meinte ich natürlich. Zur Zeit. Ach. Wie wunderbar ihr euch ergänzt. Ja, schön, nicht wahr? Ich trage den Bart und habe mir... Die Verantwortung. Die Robe. Die Robe, genau. Hatte ich mittlerweile überlegt, was man tun könnte, damit der Drache mich bei einer solchen Manöver nicht knusprig berät. Nun, was ist mit dem Artefakt des Herrn Albuin? Dies wäre geeignet. Ich habe ihn nicht, nein. Abgesehen davon, bin ich dazu gekommen, etwas von dieser zwergischen Drachenpaste zu brauen. Oh, das ist gut. Das ist eine sehr gute Paste. Sie wird uns noch wunderbare Dienste leisten. Zumindest sollte sie die Hitze für eine gewisse Zeit abhalten. Ich erinnere mich an den Geruch und an das Hautjucken. Ja, verlockend. Für euren menschlichen Teint ist das natürlich etwas schwierig, aber wir Zwerge, wir haben damit überhaupt kein Problem. Ha. Aber wird die Salbe gegen einen direkten Flammenstoß helfen? Gewiss nicht sehr lange, oder? Nun, das Pferd müsste natürlich auch eingerieben werden. Nein, die Drachenpaste ist viel eher gegen den... Odem ist es nicht wirklich, es ist eine Aura, die Drachen abstrahlen, eine innere Hitze, die sie plagt. Und wenn man sich zu lange in ihr aufhält, dann verglühen Rüstungsteile. Dagegen hilft sie, nicht gegen einen direkten Flammstrahl. Die elementare Nähe von Drachenfeuer. Speit dieser Drache denn überhaupt noch Feuer? Ich glaube nicht, dass er ungefährlicher geworden ist, aber ist es denn noch Feuer? Ja, er hat den Allergrimm. Und das ist sehr gefährlich. Die Zwerge haben ihn lange, lange Zeit in einer sehr tropfigen und von Wasser durchzogenen Kaverne eingesperrt gehabt, aber er konnte sich befreien. Verzeiht, das klingt wie ein Lebewesen. Also hat er einen Verbündeten? Nein, also wie erkläre ich das am besten?
Es gibt Essenzen von Drachen. Rastasor selbst ist ein Abkömmling des Nosulgor, eines der großen Drachen. Ebenso wie sein Bruder Vitrador, den ihr aus der Chemie kennt, aus der Alchemie. Und Pyrdakor, dem auch Drakodan oder Apep entstammen, hat weitere Abkömmlinge erschaffen, unter anderem die Heilige Flamme, beziehungsweise sein eigenes Drachenfeuer, was er abgespalten hat und eine Essenz von ihm ist. Und dieses Drachenfeuer gehört nun Rastasor. Er ist mit Pyrdax verschmolzen. Nun, ich denke, das beantwortet meine Frage. Aber um das Feuer sollten wir uns nicht so viele Gedanken machen. Wie gesagt, wir haben den grauen Mann auf unserer Seite. Und Wasser wird das Feuer niederdrücken. Mhm. Trotzdem könnte es nicht schaden, unter dem Schutz eines Guardianum einherzureiten. Das ist natürlich richtig. Ich würde diesen Kampf auch gerne auf mehreren Ebenen führen. Kriegskunsttechnisch würde das zumindest Sinn ergeben. Was genau schwebt euch vor? Ich meine damit nicht von oben und von unten aus drei Dimensionen, sondern ich spreche von einer vierten Dimension. Und dabei schaut Asava auch mal rüber zu Lamin. Der Drache wurde wohl... Er möchte seinen Pakt mit der Widersacherin Borons brechen und wurde von ihr verstoßen. So viel wissen wir ja. Ja, das gab mir Anlass zu der Hoffnung, dass sie ihm in den Rücken fallen könnte. Der Knochenrabe ist ihr Bote, nicht wahr? Und... So scheint es. Nun. Und er hat zumindest versucht, unsere Aktivitäten zu unterstützen. Ich würde den Angriff ebenso gerne führen. Allerdings nicht mit Albträumen, sondern in der gleichen Ebene, aber mit Schlaf. Vielleicht würdet ihr es ja schaffen, bevor wir auf seiner Ebene angegriffen werden, dass wir zunächst übersetzen und zu einem Gegenschlag ausholen, bevor er dazu kommt. Vielleicht könnt ihr mir in dieser Sache weiterhelfen. Die Albträume in seinem Gefolge, sind sie seine Waffe oder quälen sie ihn selbst? Sind sie die Strafe seiner Paktherren für seinen Ungehorsam? Wer kann das schon wissen? Ob Drachen Albträume erleiden, aber ich glaube, dass ein jeder Paktierer, vor allem in den hohen Kreisen, auch unter den Dämonen leidet. Davon gehe ich stark aus. Ich glaube, dass er besonders verwundbar auf dieser Ebene ist. Vor allem, weil seine ehemalige Herrin ihn verstoßen hat oder er diesen Bruch gesucht hat. Es ist riskant, aber es könnte helfen. Nun, der Gehörnte hat uns gewarnt, dass wir uns in einem giftigen Traum wiederfinden könnten. Und sagte, wir sollten uns nicht gefangen halten lassen. Wenn wir ohnehin dort hineingeraten, dann könnten wir vielleicht von dort aus einen Gegenangriff wagen. Wenn es das ist, was euch vorschwebt. Ja, wo wir dabei sind. Selber noch keine richtige Form angenommen, aber ich würde ihn gerne zumindest diskutieren. Ihr wolltet etwas sagen, Yalan. Wo wir dabei sind, Abelmi, ihr wolltet euch doch nach solchen Wachtrünken umsehen. Habt ihr etwas hinbekommen? Natürlich, ich habe sie oben in meinem Rucksack. Hervorragend. Nur für den Fall der Fälle. Verzeiht mir, wenn ich nicht ganz so erpicht darauf bin, in einem solchen Albtraum zu landen. Nun, nur noch einmal für uns. Wenn wir in so einem Albtraum sind. Gosh, bewahre. Also wenn wir darin gefangen sind, können wir kämpfen, beziehungsweise wie können wir uns darin zur Wehr setzen? Ich denke einmal, es ist nicht unsere physische Ebene, die uns dort helfen wird. Wie gehen wir vor, Zulamin? Nun, im Traum verlasst ihr euch in erster Linie auf eure Willenskraft und eure Fantasie. Wir müssen sehen, was wir dort vorfinden und versuchen, den Traum zu unseren Gunsten zu formen. Das ist gut.
Ich denke, eine Gefahr wird darin bestehen, dass wir getrennt werden. Als wir mit dem Knochenraben zu tun hatten, hatten wir den Effekt, dass wir nebeneinander standen und uns doch voneinander entfernten. Es kann sein, dass manche von uns handlungsunfähig sein werden, aber dann müssen die, die handeln können, sie finden und, sagen wir, befreien. Ich weiß, ihr kennt euch mit Träumen nicht so aus, aber die meisten Menschen kennen den Effekt, dass sie in einem Traum sind und schlimme Dinge passieren und sie nichts tun können. Dieses Nichtstun-Können ist ein wesentliches Element von Albträumen. Aber sobald ihr erstmal handeln könnt, ihr müsst das nicht glauben, was ihr seht, denn es ist ein Traum. Und wenn ihr möchtet, dass der Traum eine andere Form annimmt, dann könnt ihr ihn mit etwas Glück ändern. Also bedeutet das, dass du denn nicht auf mich selbst positiv einrede und meine Fantasie kanalisiere, dass der Traum sich möglicherweise ändern kann? Genau. Ha. Ihr dürft nicht zweifeln. Wenn ihr zweifelt, dann richtet ihr gar nichts aus. Ach, ich zweifle doch nicht. Eine Antimagierin aus Perikum hat mir einmal von Traummagie erzählt, dass man in die Träume anderer Leute eindringen könnte, zum Beispiel. Also sie hat es bei ihren Patienten gemacht und nun ihre Albträume gelindert. Und sie sagte mir, dass die Kenntnis des menschlichen Geistes bestimmt, inwieweit man einen Traum verändern kann. Das ist gut. Das kann ich gut. Seht ihr, ja. Ich zweifle auch gar nicht an mir. Was passiert, wenn wir sterben im Traum? Nun, es gibt Träume, die realer erscheinen als die Realität. Und in solchen Träumen könnt ihr auch sterben. Und ich befürchte, wenn dieser Traum auf die Präzentoren der heulenden Finsternis zurückgeht, dann ist dies ein solcher Traum. Aber das, was ihr beschrieben habt, Isarun, mit dieser Traummagie, das klingt mir sehr ähnlich wie das, was der Schleier tut. Man kann mit seiner Hilfe in den Traum eines anderen eindringen und ihm in diesem Traum zur Seite stehen. Er verstärkt die Fähigkeit, den Traum zu beeinflussen. Nun, an der Mangelung einer geeigneten Magierin oder Magiers werden wir wohl auf euren Schleier zurückgreifen. Kann man mit dem Blick in die Gedanken nicht auch dem Träumer eindringen? Ich kann ihn nicht gut genug, aber zumindest wurde das doch einmal gesagt. Ich bin mir nicht sicher, ob ihr in die Träume eines schwarzen Daches eintauchen wollt. Nein, das war schon furchtbar, als wir... Oh, das letzte Mal hat mich schon sehr entsetzt. Aber ihr seid froh, dass ihr darauf keinen Blick werfen musstet. Ja, euer kleines Herz hätte das nicht ausgehalten, aber mir. Aber Isarun und ich, wir waren ja da. War das gar nicht nötig. Ich bin so froh, dass ihr da wart. Ich weiß. Ich zwinker dir zu.